Hallo und herzlich willkommen bei Radio VHR. Ich begrüße halt bei uns im Studio Thomas Godoll. Zu sehr später Stunde, muss man dazu sagen. Oh ja, 23 Uhr meinst? Ja, ich glaube so. Hier ist eine Uhr, 22.53 Uhr. Ja, fast. Geht aber hey. 23 Uhr. Hey, let's rock. Du bist Musiker, du bist zu spät im Normalfall immer auf den Beinen, oder? Ja, also ich schlafe jetzt letzte Zeit so eher so um 12 Uhr ein. So manchmal sogar um 1 Uhr. Wird eng. Möchte ich heute fast gut, aber wir sind jetzt natürlich jetzt seit heute Morgen sehr, sehr viel unterwegs und Autofahrt und das strengt ja auch an, ne? Das ist richtig, ja. Ja. Heute Morgen um 12 war, glaube ich, schon der erste Termin. Um 11. Um 11 schon? Oh, ja. Gott. Ja. Wann bist du aufgestanden heute Morgen? Wann? Um 7:30. Oh, ja, geht noch, das geht ja noch. Aber die letzten Tage bin ich ziemlich früh aufgestanden, so gegen 5 sogar. Oh Gott. Ich war ja auch noch in der Schweiz und habe da auch ein bisschen Werbung gemacht für das aktuelle Album. Ja. Und da war auch ziemlich straffes Programm sozusagen. Aber das ist eine unchristliche Uhrzeit für Musiker. Im Normalfall ist ja, du, Musiker von nichts kommt nichts, ja. So, was denkt man denn eigentlich, dass wir immer nur irgendwie die ganze Zeit nur nachts arbeiten? Nee, das funktioniert. Ich bin ja auch Familienpapa. Von daher, man ist da schon, ja, morgens stehen die Kinder natürlich auch auf der Matte und so. Aber ist ja schon schön. Ja, das ist total. Wenn man dann übers Wochenende mal zu Hause ist, was bei dir wahrscheinlich nicht oft vorkommt, aber immer momentan mal. Momentan weniger, ja. Aber klar, also, dann genießt man das natürlich auch. Eben, ist ja auch schön. Von dem her. Mit Kuscheln geweckt zu werden, ist doch immer schön. Eben. Du hast gerade schon dein neues Album angesprochen. Als ich das Album erst mal in der Hand gehabt habe, hatte ich mir gedacht, okay, V. Oder Römisch 5? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Also Römisch 5. Fünftes Studioalbum einfach. Ganz einfach. Das ist sehr simpel gedacht, sozusagen. Also war das praktisch dein erster Eindruck, so nach dem Motto, fünftes Album, als lag mit Römisch 5 drauf? Genau, also, ja. Also fünftes Studioalbum, Römisch 5, V. Und da mit diesem V konnte man halt symbolisch auch viel machen, anfangen, also grafisch, technisch irgendwie was machen. Und bei der Hörerschaft, bei meinen Leuten, bei meinen Fans sozusagen, ist dabei auch noch ein Victory entstanden. Also als Sieg der europäische Crowdfunding quasi. Eben. Durchbruch. Und das freut mich sehr, dass das auf diesem Weg auch entstanden ist, das ganze Projekt im Prinzip, oder dass ich mein fünftes Studioalbum so quasi jetzt in die Bewegung gesetzt habe. Was ja ein Riesenaufruhr war. Also ich habe es teilweise in den Medien gesehen, bevor ich jetzt mich auf das Interview vorbereitet habe. In welchen Medien? In allen möglichen. Natürlich. Ich glaube nicht. Facebook und so. Wenn Godoll selber was gepostet hat, ich glaube, dass in der Industrie sozusagen, in der Anführungsstriche Mainstream-Industrie, sowas glaube ich auch gar nicht groß gemacht wird, glaube ich, weil das ja schon, Crowdfunding ist ja eher so, schon sehr ziemlich so, ja, ich mache jetzt hier mein eigenes Ding und ich glaube, dass es auch einige Medien gibt, so, die das überhaupt nicht gut finden, warum man sich so quasi von allem löst und auf einmal die Künstler anfangen, selbst sich zu vermarkten und zu schwimmen irgendwie. Und das, da hängt ja ziemlich viel dran. Das ist ja so eine Riesenkette. Ja. Und es gibt wahrscheinlich auch Leute, die es einfach nicht so gut finden. So. Aber das ist mir dann auch Latte, weil nach 5, 6 Jahren Musikerfahrung, Business, sag ich mal. Business, ich hasse dieses Wort. Weil ich weiß nicht, klar muss man mit dem, was man macht, auch irgendwie, oder das ist ja auch mal ein Beruf, man muss damit Geld verdienen, aber wie viel Schmuh am Ende auch damit gemacht wird und was man so alles mitbekommen hat in letzter Zeit, so finde ich das echt abartig, so in unserer Gesellschaft. Und da gibt es viele Punkte, die ich, ach, das will ich jetzt gar nicht alles so auf den Punkt bringen, das müssten wir ja jetzt, glaube ich, hier 3, 4 Stunden sitzen und über die Musikindustrie philosophieren und reden. Das reicht, glaube ich, gar nicht. Ja. Ich bin, ich bin froh, wie es jetzt ist. Und ich bin so dankbar, dass ich so tolle Leute hinter mir stehen habe irgendwie. Und das waren jede Menge. Also ja, wenn ich mir überlege, was... Ja, ich glaube, dass da auch eine gewisse
Sympathie auch dem Ganzen gegenüber auch sich auch entwickelt hat, irgendwie das als Künstler selbst auch in die Hand zu nehmen. Und das ist auch irgendwo auch nicht gemacht, weißt du, nicht so plastikmäßig, so Industrie ja. irgendwie, sondern einfach, ja, er packt das jetzt hier an irgendwie und das finden wir gut. Und ich glaube, dass das auch deswegen so ist, irgendwie, warum die Leute da auch mitgemacht haben. Natürlich musste man auch so eine Überzeugungsarbeit klar leisten irgendwie. Ich habe Anfang des Jahres noch eine Zusatztour gespielt zum Männer sind so, also quasi zu dem vorletzten Album. Und den Leuten auch erzählt, so was dieses Crowdfunding bedeutet und so, wie ich mein nächstes Projekt sozusagen finanzieren möchte und in welche Richtung das alles gehen soll. Und ich glaube, das haben sie ganz gut mitgenommen nach Hause und sich überlegt und ja. Gab es auch Gegner? Also bist du auch auf Gegenwehr gestoßen, die gesagt haben, nö, mach ich nicht? Nee, ich war mir selbst, glaube ich, ein Gegner. Okay. Weil ich war mir nicht dessen bewusst, dass das so gut funktioniert. Und ich hatte echt Ängste. So. Ja? Ja, total. Total, weil ich wusste nicht, wo die Reise für mich hingeht. Also hätte ja auch nicht so ausgehen können, so wie es jetzt eigentlich ausgegangen ist. Ja. Hattest du einen Plan B? Also wenn es nicht funktioniert hätte, hattest du so... Plan B. Wer braucht schon einen Plan B? Ach du, ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. Wenn es nicht geklappt hätte, so dann, mein Gott, dann wäre es halt so. Aber ich bin deswegen dankbar, dass ich das noch so machen kann und dass ich diesen Weg gewählt habe. Das habe ich auch, denke ich mal, bei einem Song, Beste Entscheidung, habe ich das auch nochmal so klar und deutlich verdeutlicht mit diesem Song, dass es auch echt so gut war, dass es jetzt so ist. Das ist richtig. Ich habe dazu eine Frage von unseren Zuhörern bzw. von Zuschauern bekommen. Mhm. Lass mich kurz gucken, es sind jede Menge Fragen gekommen. Ich habe mir jetzt ein paar rausgepickt. Ja, eben. Wir haben hierzu von Marita Krüger aus Rostock. Könnte jetzt kurz dauern, weil sie... Hallo Marita. Weil sie jede Menge geschrieben hat. Sie schreibt uns, erst einmal liebe Grüße aus dem Nordosten der Republik. Meine Fragen an Thomas wären... Wenn du gemäß deines Songs ein Tag im Leben eines anderen ein anderer sein könntest, wer würdest du gerne mal sein? Schwierige Frage, hä? Ja. Schwierig, manchmal ein Tier. Was für ein Tier? So ein Streicheltier, weißt du, so. Oder einfach nur so eine Ameise, ich meine. Nee, Quatsch, keine Ahnung, also schwierig zu sagen, was würde ich denn gerne mal sagen? Um das sich noch nie drüber Gedanken gemacht hat? Nee, so indirekt. Ach, irgendwas, was schön ist und wo man auch viel Zeit hat. Als Schnecke. Wir brauchen immer ewig von A nach B. Ja, wobei, bei mir kommt das schon ziemlich oft vor, so dass... Man wartet auf den Godoy oder so. Das Warten auf Godoy und so. Kann ich heute kaum nachvollziehen. Ja. In diesem Zusammenhang schreibt sie weiter, stelle dir vor, du wärst nicht Thomas Godoy, sondern ein Fan wie wir. Und du hättest die Möglichkeit, ihm eine Frage zu stellen. Welche Frage wäre das? Digga, hast du es nur alle. Und was würdest du als Thomas Godoy darauf antworten? Ja, ich hab's alle. Sie schreibt auch noch über dein Crowdfunding. Mhm. Die Kampagne über Crowdfunding bezeichnest du selbst gern als einen Kinnhaken gegenüber dem Bilanzbuchhalterdenken der Plattenfirmen. Und auch etliche durchaus bekannte Künstler ziehen ja mit diesem Denken nach und erwähnen in deinem Zusammenhang deinen Namen. Zum Beispiel Wingfelder. Sagt dir der Name etwas? Ja. Sehr gut, dann brauche ich das Zitat nicht vorlesen. Hervorragend, 1a. Aber habe ich gar nicht mitbekommen. Echt, ist das so? Ja, also soll ich dir das Zitat vorlesen? Ich lese es gern vor, ich habe es hier. Möchtest du es hören? Das ist interessant. So, weil ich meine, das ist ja auch eine Band, also die kommen ja von Fury in the Slaughterhouse, also finde ich schon sehr interessant. So, alles klar, ich lese dir das Zitat vor. Mhm. Marita hat Gott sei Dank alles hingeschrieben, ich bin perfekt vorbereitet. Vielen Dank. Also Wingenfelder sagt... Warum haben Sie sich für die Finanzierung über Crowdfunding entschieden?
Wir haben lange Zeit mit unserem Manager Andreas Berleska darüber gesprochen, welchen Weg wir zur Finanzierung eines neuen Albums gehen können und welcher Weg im modernen Musikgeschäft uns überhaupt noch eine maximale künstlerische Freiheit garantieren kann. Man kommt dann relativ schnell zum Crowdfunding. Auch, dass es vorher unter anderem mit Thomas Goday schon echte Success-Stories gab, war für uns ein Punkt zu sehen, dass Starnext diese Themen handeln kann und somit auch, und somit sind auch wir dort vor Anker gegangen, sagt Thorsten Mühlenfelder. Ja, ich meine, was soll ich denn sagen? Also in der heutigen Zeit, das ist echt, also mit den Plattenindustrien, und ich habe da auch echt vieles irgendwie so mitgemacht so, und das war ja auch eine Erfahrung. Also ich will jetzt nicht alles kaputt reden oder dass das alles schlecht war oder so mega schlecht war. Man wächst sondern, ja auch daran. Bitte? Man wächst ja auch daran. Man wächst da auch rein, und das sind halt die Erfahrungen, die man halt macht, ja. Und auch durch diese Sendung, wo ich da halt mitgemacht habe. Ich habe dieser Sendung natürlich auch vieles zu verdanken, so, dass mein Gesicht oder meine Stimme dadurch bekannt wurde. Aber wie letztendlich am Ende mit diesen ganzen Castingshows oder mit den Leuten, die dort, ich nehme mich jetzt mal außen vor, aber grundsätzlich auch in der Zukunft, wie man damit auch umgeht weiterhin, das ist einfach nicht cool, so, weißt du, weil, weißt du, einerseits irgendwie feiern dich die Leute halt ab und die mögen das. Aber die Industrie sieht ja eigentlich nicht den großen Drang, das weiterhin aufrecht zu erhalten oder zu halten sozusagen, sondern ja, das ist ja wie hier die Kuh durchs Dorf treiben und schnelles Geld mitnehmen, und Musik ist nicht schnelles Geld. Nein. So, ich finde, Musik ist halt, das ist ein Gefühl, das sind Gefühle, man bewegt Leute damit irgendwie, und damit kannst du echt nicht so irgendwie hausieren, wie wenn, also würdest du jetzt irgendwie, ich nenne das immer dieses Beispiel mit Schrauben, ja, Schrauben verkaufen, so, das funktioniert nicht so. Ja, das ist richtig. Musik ist Gefühl so, und das soll es auch so bleiben, und ich finde es halt nur erschreckend und auch nicht cool, irgendwie wie grundsätzlich mit Kultur umgegangen wird in unserer Welt oder speziell auch in unserem Land so. Ich finde, man tut sich auch keinen Gefallen, wenn man MP3s beispielsweise sich anhört oder wenn man Stream-Portale besucht und ja, nur weil es jetzt günstig ist, irgendwie für 9,99 € kriegt der Endverbraucher da 6-7 Millionen Streams, da sagt der eine, ja, super geil, boah, supi, ey, da kann ich jetzt überall in jeder Lebenssituation Musik hören und so. Ja, aber das macht die Kunst, das macht den Künstler halt kaputt so irgendwie. Und die da halt dran verdienen, das sind halt die großen Monopol-Labels irgendwie. Und weil die halt natürlich sehr reichhaltig sind an Künstlern, die sie halt besitzen, wo sie die Rechte halt dran haben und irgendwelche Künstler-Exklusivverträge mit denen abdrehen, wo der Künstler sowieso schon irgendwie arm dran ist. Und dann heißt es immer so, ja, wenn die Bilanzen jetzt im nächsten Jahr nicht stimmen und oder du verkaufst halt nicht so, ja, dann wird das irgendwie weggeworfen, wie so ein Stück Dreck irgendwie so, wo ich mir denke, was soll das? Und da steckt Herzblut von dem Künstler. Und ihr seid doch diejenigen so irgendwie, die das erst ins Leben rufen und das dann wegschmeißen. Was soll denn das? Das macht eigentlich keinen Sinn, ne? Nee, das macht überhaupt keinen Sinn, nee. Das Problem ist, es gibt immer so Leute, also gerade bei diesem Streaming-Portal, also ich weiß, was Künstler davon kriegen von einem gestreamten Song, das ist nichts. Ja, nee, das ist 0,00 und ein paar wir sprechen da über zerquetschte, ja, also es ist Mini-Cent-Beträge praktisch, und da macht es echt die Menge. Ja. Aber das ist... Aber wir haben einfach auch viel Angebot, und ich habe auch natürlich in den Jahren auch festgestellt, wie manche Plattenfirmen halt arbeiten. Die signen ständig nur irgendwelche Künstler. Und was auch gut ist, aber und da freue ich mich natürlich für die Künstler dann auch irgendwie, die dann da am Start sind und das genießen können. Aber dann wird das letztendlich so mehrere Pferde ins Rennen geschickt. So, weißt du, so businessmäßig denkend. So mehrere Pferde ins Rennen geschickt, und da, wo am meisten irgendwie ein Haufen übrig bleibt, so, da wird sich draufgesteckt irgendwie. Und somit arbeiten dann auf einmal alle Managements, dann können sie halt auf einmal geil arbeiten, aber mal den Künstler wirklich irgendwie zu unterstützen, zu sagen, Mensch, wir bauen den jetzt mal hier richtig auf, wir haben jetzt voll Bock und wir gehen jetzt Klinken putzen, dann sind auf einmal die Leute nicht da. Ja. So,
Weißt du, das habe ich zum Beispiel erlebt. Ich habe auch schon mehrere Management durch so, das, weißt du, so, und die mich am Ende des Tages auch nur irgendwie ziemlich viel Geld gekostet haben und wo ich mir gesagt habe, das möchte ich nie wieder so. Deshalb habe ich mich auch für dieses Crowdfunding auch entschieden, weil dieses ganze System funktioniert in meinem Kopf halt nicht so und ich kann das auch nicht nachvollziehen. Man sieht ja, die Musikindustrie baut ab. Das ist seit Jahren ein offenes Geheimnis, dass es so, wie es vor 20, 30 Jahren funktioniert hat, heute eben nicht mehr funktioniert. Von dem man muss noch andere Wege gehen. Ja, klar. Und ja, also man muss sich natürlich auch den Hintern abspielen, klar, logisch. Ja. Aber ich persönlich will das ja, aber selbst da ist es auch schon heutzutage super schwierig. Also, man findet kaum vernünftige irgendwie Veranstaltungen und so. Und wenn, dann spielen das immer ein und dieselben Leute irgendwie. Da wird wenig abgewechselt so, sondern immer nur, weißt du, auch nur irgendwie, nur Verkettungen, die da zusammenhalten irgendwie. Das denke ich mir auch nur, ey, ja, mach doch mal alle. Oder sie wollen nichts zahlen. Entweder bitte? Oder man bekommt kaum Gage. Das ist so das Nächste. Ja. Wenn es dann heißt, okay, gut, ihr dürft spielen, dann heißt das, gut, aber für die Hälfte, für den... Gut, wenn ich da ein bisschen Merchandising irgendwie, ne, wenn das jetzt, dann kann man jetzt auch wieder anfangen, irgendwie, weißt du, den Punkt zu erwähnen, wenn man halt einen Künstler-Exklusiv-Vertrag hat, bei einem großen Major-Company, so, dann verdient man am Merchandising eigentlich gar nichts. So. Da hat man erstens nicht viel Einfluss auf diese ganzen Produkte. So, man kann die Leute nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellen würde, die Kundschaft sozusagen behandeln, wie sie zu behandeln sind sozusagen. Oder wie, das sind ja auch Kunden so irgendwie, die muss man mit Herz behandeln. So. Da kann man nicht irgendwie ein T-Shirt irgendwie wie so eine Nummer X, Nummer... Weißt du so, oder Nummer schieß mich tot irgendwie und das wird jetzt alles so nach einem Abklatsch irgendwie abgearbeitet. Das funktioniert nicht so. Da ist auch selbst in so einem Merchandising muss auch Leidenschaft drin sein. Und wenn die nicht vorhanden ist, merken das die Leute ganz schnell und dann läuft da nichts mehr. Mhm. Und wenn du dir das nur vorstellen musst, irgendwie, du hast so einen Exklusivdeal und drückst an die Plattenfirma auch irgendwie noch davon halt ab und dann wollen sie noch am Ticketpreis mitverdienen. Hey, ich meine, wo führt denn das alles hin so? Im Endeffekt bekommt der Künstler nichts mehr. Der rackert sich ab und spielt und tut und macht, schlägt sich die Nächte um die Ohren und bekommt aber kaum was dafür. Ja, das sind auch die Erfahrungen, so, die man halt gemacht hat oder dass man Erfahrungen gemacht hat, so man ist gerade mitten in der VÖ irgendwie, also Veröffentlichung von einem Album und du erreichst die Leute, du hast keinen Produktmanager zum Ansprechen irgendwie, den erreichst du dann auf einmal eine Woche, 14 Tage nicht. Dann, ja, wir haben so viele Meetings, die mieten sich ja alle tot, weißt du? Du sprichst mir aus dem es ist herrlich. So, die mieten sich ja alle, die sind ja immer nur ein Meeting, ganz wichtig und so, ey, mach doch mal hier, Eben. Weißt du? Meeting machen macht keinen Sinn. Wenn danach nichts rauskommt, bringt das alles gar nichts. Also überhaupt nicht. Aber man merkt, du also ich kenne die andere Seite auch. Und da dachte ich, du sprichst mir wirklich aus dem Herzen, weil ich mir genau das vor anderthalb, zwei Jahren genau das auch gedacht habe. Also es ist schön zu wissen, dass es jemanden gibt, der genauso denkt, dass ich gar nicht so falsch liege, weil ich lange gedacht habe, okay, gut, vielleicht liege ich einfach falsch. Ich bin da so reingewachsen in die Sache und habe mir auch mein, weißt du, ich bin so erst. Weil ich bin der Beobachter, ich war auch bei DSDS der Beobachter und da gab es auch gewisse Momente irgendwie, wo ich gedacht habe, ich steig aus, so, weißt du? Das glaube ich, ja. Ne? Und dann habe ich gesagt, soll ich das tun? Das war kurz irgendwie vorm Finale so oder Viertelfinale so, wo mich dann auf einmal die ganzen Leute irgendwie, hey, beruhig dich mal und so, ja, das ist so irgendwie, das musst du, das kannst du jetzt nicht machen, du kannst jetzt nicht aufhören, weißt du, weil wenn du dann aufhörst irgendwie, dann trittst du den Leuten, die für dich irgendwie gewortet haben, irgendwie in den Hintern, so, was man natürlich auch nicht machen muss. Da bist du den Leuten ja was schuldig, irgendwie, wenn die dich mit aufbauen. Und wenn man das halt im Hintergrund so mitbekommt, wie gewisse Castingshows halt funktionieren und wie sie letztendlich aus diesen Leuten da draußen halt die Gelder rausziehen, so, ne, auf wirklich eine, meines Erachtens nach, asoziale Art und Weise. So, das funktioniert so nicht in meinen Augen und in meinem Herzen funktioniert sowas nicht. So, wenn man, weißt du, immer gesagt bekommt, und man sieht das auch, du führst die ganze Zeit, du bist immer prozentual ganz oben und auf einmal irgendwie holen die dich nach vorne, weil sie dann,
weil du einmal einen Fehler gemacht hast, so irgendwie, holen sie dich nach vorne und nutzen das halt für ihre Sendung, für ihre Quoten oder für, ja, wir machen jetzt noch ein bisschen mehr Kohle draus, um den Leuten da draußen zu zeigen, okay, der ist vielleicht nächste Woche raus, obwohl er eigentlich immer ganz oben war. Und Hauptsache, ja, wenn ihr jetzt 20 Mal angerufen habt, ja, aber am nächsten Mal müsst ihr aber 30, 40 Mal anrufen. Weißt du, dieses Geschäft, das geht für mich in meinem Kopf nicht klar. Aber da bin ich echt Revoluzzer, so, da kotzt mich einfach an, wenn ich darüber nachdenke. So. Das glaube ich dir. Und in dem Moment habe ich das auch dann in dem Moment auch kapiert irgendwie und dachte, Mann, ey, was bleibt mir jetzt hier übrig, so als zu sagen, komm, Alter, zieh's jetzt hier durch so und versuch mal irgendwie dann, okay, du weißt jetzt hier, wie das funktioniert, aber zieh das jetzt hier verdammt nochmal durch irgendwie und bist jetzt so weit gekommen irgendwie und mach das jetzt irgendwie und fertig irgendwie und dann versuchst du dich irgendwie nach und nach zu lösen. Das hat jetzt echt 6 Jahre gedauert, so, ja. Bis ich jetzt auf meinen eigenen Beinen stehe sozusagen und auch mein eigenes Label führe und momentan auch nur mich im Prinzip so irgendwie und versuche irgendwie mich wieder selbst zu koordinieren und selbst in eine Richtung zu lenken, wo ich denke, das ist für mich halt richtig. So. Ich habe die eine Sache kennengelernt, ja, super, so, sollen sie machen, aber ohne mich. Wie erklärst du dir das Phänomen gerade DSDS zum Beispiel? Wir sind jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, in der wievielten Staffel? Ich glaube, keine Ahnung, 11. oder so. Ich habe keine Ahnung, zu viel definitiv. Weißt du, zum vorletzten Album, zu Männer sind so irgendwie, habe ich einen Anruf bekommen, irgendwie sollte ich irgendwie, weil da war 10 Jahre Jubiläum irgendwie von dieser Sendung. Ich habe gesagt, hey, schön, cool, cool, dass ihr an mich denkt irgendwie, habe ich gesagt, so, ja, weil die mich auch gefragt haben, was ich gerade mache, über mein neues Album. Und demnächst und da, wenn da ihr irgendwie abdrehen wollt und das an die Sendung gibt und ihr wollt eine Feierlichkeit machen, so habe ich gesagt, hey, passt irgendwie, cool, ich habe da eine neue Single irgendwie, was ist denn da? Kann ich da nicht mal live auftreten so? Dann hieß es, nö, wir brauchen dich ja nur sozusagen irgendwie damit du irgendwie für die neuen Kandidaten da so ein bisschen irgendwie ein Papi spielst irgendwie so, weißt du, so. Klar, kann ich machen so, aber ich habe gesagt, wenn ich das mache, möchte ich auch gerne irgendwie live auftreten, damit ich einfach mal wieder Hallo sage irgendwie. Ich bin auch einer irgendwie, der aus dieser Sendung rauskommt. Und da wird zugemacht, die Tür. Und dann denke ich mir, einerseits kein Wunder, warum diese Sendung dann auch ein gewisses Image mit sich trägt. Aber anscheinend scheint es den Machern auch echt scheißegal zu sein. Aber den Menschen auch, weil, also ich... Und den Menschen da wahrscheinlich, oder den Zuschauer, ja, ich, nee, das will ich gar nicht pauschalisieren. Ich glaube, man wird ja dazu gedrängt und man bekommt es ja nicht anders auf den Tisch präsentiert, weißt du? Stimmt, ja. So.